Ja, danke. Riesendankeschön nochmal an Sandra. Ja, es ist einfach nur furchtbar, wenn man einfach sieht, was auf der Welt passiert. Und wir müssen einfach von einem Gedanken weggehen, dass irgendwie die Regierungen dieser Welt uns was Gutes tun wollen. Und man sieht es, was Sandra gerade gesagt hat, mit Hiroshima, Nagasaki. Der Krieg war eigentlich schon erledigt, als diese zwei Bomben fielen. Die waren überhaupt nicht mehr strategisch entscheidend, dass da Atombomben geworfen wurden. Aber man musste sie ja mal ausprobieren. Also hat man eben halt diese zwei Bomben dort platziert, bei einem Kriegsgegner. Und momentan habe ich das Gefühl, man probiert jetzt die biologische Kriegswaffe, Ebola. Mal sehen, vielleicht funktioniert das ja. Da kann man auch nicht mal sagen, wer schuld ist. Aber wir sollten nicht zu viel Energie in das Negative reinsetzen, sondern lasst uns Wege finden, lasst uns zusammen Wege erarbeiten, lasst uns unsere Energie ins Positive setzen, positive Bilder. Und es ist so, dass wir bei den Mahnwachen immer eine Schweigeminute einlegen. Und ich möchte da gerne Jasmin nochmal dazu ans Mikro bitten. Ja, unsere Mahnwache diesen Montag neigt sich so langsam dem Ende. Und wir haben ja immer schon so ein bisschen von Anfang an darüber gesprochen, was machen unsere Gedanken zwischen den Ohren mit uns und dann auch mit der Welt um uns herum. Was machen unsere Gefühle im Bauch und im Herzen mit uns und der Umwelt um uns herum? Und ich möchte euch wieder einladen, mit mir eine Schweigeminute zu halten und euch wieder euer schönstes Bild, euer angenehmstes Bild von eurem friedvollen Leben in Zukunft vorzustellen. So, als wäre es jetzt schon Realität, als wäre es jetzt schon wahr. Und dazu lade ich euch ganz herzlich ein. Nehmt wieder wie die Kinder die Straßenkreide, Pinsel, Stift in die Hand, womit immer ihr kreativ sein könnt, und bastelt, malt, zeichnet euer Bild einer friedlichen, gesunden, ja, allumfassenden, gesunden Welt. Macht Rick das wieder mit der Zeit? Super. Gibst mir ein Zeichen? Dürfen wir? Okay, ich lade euch ein, malt euer Bild. Und während ihr euer Bild malt, fühlt einmal in euch hinein, jetzt schon die Freude, so als wäre dieses Bild bereits da. Nehmt es in den Arm. Freut euch darüber. Ganz langsam wieder ins Hier und Jetzt zurück. Ich wünsche uns allen noch einen ganz, ganz tollen Abend, eine ganz tolle, friedvolle Woche, eine gesunde Woche für uns alle.
und dass unsere Wünsche und unsere Bilder, die wir gesehen haben, recht bald Realität sind für alle Menschen und alle Völker auf dieser Erde. Danke euch.